Kapitel 15 Vers 1 Eine linde Antwort stillt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Vers 2 Die Worte von Weisen fördern das Wissen, der Mund von Narren schwatzt dummes Zeug. Vers 3 Jahwes Augen sind überall und wachen über Böse und Gute. Vers 4 Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Eine falsche Zunge zerbricht den Geist. Vers 5 Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, doch wer sich ermahnen lässt, wird klug. Vers 6 Wer Gott gehorcht, hat mehr als genug. Wer ihn missachtet, kann nicht nutzen, was er gewinnt. Vers 7 Die Lippen der Weisen verbreiten Erkenntnis, das Herz der Narren Unrichtigkeit. Vers 8 Das Opfer von Gottlosen ist Jahwe ein Greuel, das Gebet von Aufrichtigen gefällt ihm gut. Vers 9 Das Treiben der Gottlosen verabscheut Jahwe, doch liebt er den, der gottrecht leben will. Vers 10 Wer krumme Wege geht, wird hart bestraft. Wer Mahnung hasst, kommt um. Vers 11 Totenreich und Unterwelt sind offen vor Jahwe, wie viel mehr dann die Herzen der Menschen. Vers 12 Der Spötter mag es nicht, dass man ihn rügt, und zu den Weisen geht er nicht. Vers 13 Ein fröhliches Herz macht ein strahlendes Gesicht, bei Herzenskummer ist der Mut gebeugt. Vers 14 Das Herz des Verständigen sucht nach Wissen, der Mund der Toren schwatzt Unsinn. Vers 15 Wer bekümmert ist, hat keinen guten Tag. Doch ein fröhliches Herz ist ein tägliches Fest. Vers 16 Besser wenig in Ehrfurcht vor Jahwe, als große Schätze und ständige Sorge. Vers 17 Besser nur Grünkost und Liebe dabei, als der schönste Braten, übergossen mit Hass. Vers 18 Ein zorniger Mann erregt den Zank, ein langmütiger besänftigt den Streit. Vers 19 Der Weg des Faulen ist wie mit Dornen versperrt, doch der Pfad der Aufrichtigen ist frei. Vers 20 Ein kluger Sohn erfreut den Vater, nur ein Dummkopf missachtet die Mutter. Vers 21 Dem Unverständigen macht Dummheit Spaß, wer Einsicht hat, geht den geraden Weg. Vers 22
Wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg. Vers 23. Jeden freut es, wenn er Antwort geben kann. Wie gut ist ein Wort zur richtigen Zeit? Vers 24. Wer Einsicht hat, geht den Weg aufwärts zum Leben, damit er der Totenwelt unten entgeht. Vers 25. Das Haus der Stolzen reißt Jahwe ein, doch den Grenzstein der Witwe stellt er wieder auf. Vers 26. Böse Pläne sind Jahwe ein Greuel, doch freundliche Worte sind ihm recht. Vers 27. Unehrlicher Gewinn bringt die Familie in Not, doch wer Bestechung hasst, wird leben. Vers 28. Wer gottgefällig lebt, überlegt, was er sagt, doch ein gottloser Mund schäumt Böses aus. Vers 29. Jahwe ist den Gottlosen fern, doch das Beten der Gerechten hört er. Vers 30. Leuchtende Augen erfreuen das Herz. Die gute Nachricht gibt neue Kraft. Vers 31. Wer auf heilsame Zurechtweisung hört, hält sich bei den Weisen auf. Vers 32. Wer Zucht verwirft, verachtet sich selbst. Wer auf Mahnungen hört, erwirbt Verstand. Vers 33. Ehrfurcht vor Jahwe ist Erziehung zur Weisheit, und Demut geht der Ehre voraus.